hat sich die Bundesregierung mit dem Drohnenbericht der Obama-Regierung, der letzte Woche rausgekommen ist, befasst? Und halten Sie die Angaben über die Kollateralschäden, also die zivilen Opfer, für realistisch? Wir haben das selbstverständlich zur Kenntnis genommen, was im Auftrag des amerikanischen Präsidenten da an Informationen herausgegeben worden ist. Wir haben aber leider, und da wiederhole ich mich einfach nur, keine eigenen Erkenntnisse, mit denen wir das vergleichen können. Insofern können Sie nicht von mir erwarten, dass ich Ihnen da sage auch nicht über den Daumen, ob das eher zu viel oder zu wenig ist oder ob wir da andere Zahlen haben. Wir messen das und zählen das selber nicht, sondern verfolgen das Thema und den Umgang, den die Amerikaner mit diesem Thema pflegen, natürlich mit großem Interesse. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie immer nachfragen. Wir fangen auch etwas anders an als sonst freitags, denn Herr Schäfer, der Sprecher des Auswärtigen Amtes, muss um 12 Uhr uns verlassen, um den Flieger nach Warschau zu kriegen. Deshalb machen wir das so, dass wir die Fragen an das Auswärtige Amt jetzt, die sich jetzt ergeben, schon mal vorziehen. Dann gehen wir in die Termine und in den üblichen Freitagsrhythmus. Insofern als erstes die Frage, gibt es Fragen an das Auswärtige Amt? Von Herrn Tofinier und Herrn Jolper und jede Menge. Also, die Zeit füllen wir. Bitte. Herr Tofinier, dann Herr Jolper, dann Herr Jung. Herr Chris Schäfer, die Bundeskanzlerin hat gestern den Iran als eine Bedrohung für die Welt dargestellt. Aus Regierungskreisen ist gestern, dass der Iran ein unberechenbarer Staat ist, der das Recht niedertrampelt. Teilt der Bundesaußenminister diese Meinung und haben jetzt eine neue Eiszeit in den deutsch-iranischen Beziehungen? Ja, zu Ihrer letzten Frage kann ich sofort sagen, sicher nein. Aber auch im Zuge der langjährigen Verhandlungen, an denen Deutschland sich mit dem Iran über das iranische Atomprogramm beteiligt hat, haben wir doch immer darauf hingewiesen, dass wir gerne dem Iran vertrauen würden, aber wir leider eine Geschichte mit dem Iran haben, die uns es angezeigt sein lässt, auch Dinge zu kontrollieren und zu überprüfen. Und dass die NATO ein Raketenabwehrprogramm auf den Weg bringt zurzeit, hat eben damit zu tun, dass wir davon ausgehen mussten, dass es ein militärisch motiviertes Atomprogramm des Iran gab und das kombiniert mit einer Trägertechnologie und Raketentechnologie, die der Iran sehr aggressiv und sehr offensiv weiterverfolgt, hat fürs Bündnisgebiet und damit auch für Deutschland eine konkrete Gefahr entstehen lassen, dass solche Raketen aus dem Iran auch bis nach Europa kommen können. Und das ist der Grund dafür, weshalb die NATO dieses Raketenabwehrsystem aufs Gleis gesetzt hat, entwickelt hat und jetzt auch aufstellen wird. Und wir haben das allergrößte Interesse an guten Beziehungen mit dem Iran. Wir wollen die Beziehungen auf allen Ebenen und in allen Bereichen intensivieren. Aber es gibt da so ein paar Punkte, bei denen wir eben nicht so ohne weiteres mit dem Iran so umgehen können, wie wir das mit anderen Ländern tun. Dazu gehört etwa der Umgang des Iran mit dem Staat Israel. Und dazu gehört auch, dass wir neues Vertrauen sehen wollen, das sich bei uns bildet durch das konstruktive Verhalten des Iran im Umgang mit dem umfassenden Abkommen über die Regelung des Atomprogramms. Aber wir erwarten auch, dass der Iran die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, zum Beispiel zur Trägertechnologie, zur Raketentechnologie, das ist die Resolution 2231 für die Experten, einhält. Und wir werden zusammen mit den zuständigen Behörden in Deutschland alles dafür tun, dass genau das passiert. Zusatz. Nun hat ja der Bundesaußenminister damals nach dem Wiener Abkommen, und wir haben jetzt ja fast das einjährige Jubiläum dieses Abkommens, von einem Neustart in den Beziehungen gesprochen. Ist das jetzt schon wieder vorbei? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Der Außenminister selber ist nach den Wiener Vereinbarungen zweimal in Teheran gewesen. Er hat die allerbesten Beziehungen zu seinem iranischen Amtskollegen Zarif. Herr Zarif ist vor nicht allzu langer Zeit bei uns in Berlin gewesen.
Ich denke, wir können hoffen, dass es irgendwann dann auch auf anderer Ebene dann noch zu Begegnungen kommt. Aber wie gesagt, die Dinge, die ich eben erwähnt habe, die stehen im Raum und da hoffen wir eigentlich, dass wir uns da im Hinblick auf den Umgang mit Israel und auch bei dem Vertrauen, das wir brauchen gegenüber dem Iran, dass wir da in Zukunft noch etwas sehen, was uns noch mehr erfreut als bisher. Und vielleicht noch ein Wort zur Situation im Iran. Ihre Kolleginnen und Kollegen hier aus Deutschland bemühen sich ja vergeblich darum, immer wieder herauszufinden, ob es Risse und Probleme oder Konflikte innerhalb der Bundesregierung geben mag. Und kommen da meistens bei dieser Bundesregierung nicht recht weiter. Im Iran ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Da gibt es doch erhebliche Kräfte, die im innenpolitischen Gefüge des Iran Macht ausüben können, denen die Politik der Regierung, des Staatspräsidenten und des Außenministers ein Dorn im Auge sind und die deshalb vielleicht versucht sind, auf die eine oder andere Art und Weise die Wiener Vereinbarung über das Atomprogramm und die damit einhergehende Normalisierung der Beziehung des Iran mit uns und mit dem Westen insgesamt zu untergraben und zu torpedieren. Und das beobachten wir natürlich sehr aufmerksam, halten uns an die Regierung von Präsident Rouhani und von Außenminister Zarif, aber sehen gleichzeitig auch, dass es durchaus ein innenpolitisches Gerangel im Iran gibt über den Kurs, den das Land in der Zukunft nehmen soll. Und wir hoffen sehr und werden alles dafür tun, dass der Kurs, den diese Regierung des Iran verfolgt, weiter der Kurs des Iran bleibt und werden unseren Teil dazu beitragen, auch mit unserem Wunsch nach einer Intensivierung der Kontakte mit dem Iran, damit das gelingen kann. Herr Scholker, oder anders gefragt, gibt es noch Fragen zum Thema Iran jetzt speziell? Dann ziehen wir die vor. Herr Jordans, dann Stefan Mann. Ja, Herr Schäfer, ich wollte fragen, ob wird es für die Nuklearvereinbarung mit dem Iran irgendwelche Konsequenzen dafür geben, dass der Iran laut dem letzten BfV-Bericht weiterhin an der Beschaffung von Nukleartechnik in Deutschland arbeitet? Und hat man mit iranischen Diplomaten darüber gesprochen? Also zunächst mal nehme ich an, dass Ihre Frage beruht auf Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und auf einem Bericht des Verfassungsschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Was ich dazu zunächst mal sagen möchte, ist, dass ich das nur begrüßen kann, dass wir das begrüßen, dass die zuständigen deutschen Behörden des Bundes und der Länder so aufmerksam und so sorgfältig aufpassen, dass hier in Deutschland keine Beschaffungsaktivitäten des Iran erfolgen können, die nach der Wiener Vereinbarung vom Juli 2015 oder nach anderen völkerrechtliche Normen wie etwa Resolutionen des Sicherheitsrates untersagt sind. Mir scheint das zunächst erstmal eine sehr gute Nachricht zu sein, dass die deutschen Behörden da außerordentlich sorgfältig zu Werke gehen. Die Wiener Vereinbarung, die umfassende Vereinbarung, das JCPOA, ist irgendwann Mitte Januar 2016 in Kraft getreten, nachdem die Vereinbarung am 14. Juli 2015 unterzeichnet worden ist. Und dieses Abkommen sieht einen sogenannten Beschaffungskanal vor. Das heißt, für das grundsätzlich erlaubte zivile Atomprogramm des Iran muss der Iran seine Beschaffungsaktivitäten kanalisieren über bestimmte Ausschüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Dieses Modell, dieses System, dieser Kanal ist seit Januar 2016 in Kraft und selbstverständlich haben wir die Erwartung und auch die klare Aufforderung an unsere Partner in Teheran, dass sie sich eins zu eins an die Vereinbarung der Wiener Vereinbarung halten. Nun sind die Ausführungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und ich meine auch des Nordrhein-Westfälischen Amtes für Verfassungsschutz datieren oder berichten über Aktivitäten des Iran aus dem Jahre 2015. Das ist unangenehm, weil auch im Jahre 2015 wir kein Interesse daran haben konnten, dass es diese konspirativ illegalen, völkerrechtswidrigen Beschaffungsaktivitäten des Iran in Deutschland und anderswo gibt. Aber das entscheidende Datum für uns ist das Inkrafttreten des JCPOA. Ich meine das am 16. Januar, aber da legen Sie mich bitte nicht auf den Tag fest. Ab diesem Tag darf so etwas nur in Übereinstimmung und mit Zustimmung
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen erfolgen, jedenfalls was Atomtechnologie angeht. Und was Träger- und Raketentechnologie angeht, so wissen Sie, dass es in den letzten Monaten angesichts von Tests, die bestimmte Kreise im Iran durchgeführt haben mit solchen Raketen, eine Kontroverse auch mit Mitgliedern des Sicherheitsrats, auch unter Beteiligung Deutschlands, über die Frage gegeben hat, ob das ein Verstoß gegen einschlägige Sicherheitsratsresolutionen ist. Wir glauben, dass sehr viel dafür spricht, dass das so ist. Und das gilt dann auch für entsprechende Beschaffungsaktivitäten. Und Sie können gewiss sein, Herr Jordans, dass Deutschland sich gemeinsam mit den Partnern der E3+3 selbstverständlich dafür einsetzen wird, dass alle völkerrechtlichen Instrumente in vollem Umfang vom Iran eingehalten werden. Das gilt für den Teil Atom, genauso wie es für den Teil Raketentechnologie gilt. Und da sind wir auch zurzeit schon in New York und anderswo mit unseren Partnern im Gespräch und werden natürlich auch nicht scheuen, das Gespräch mit Teheran zu suchen. Herr Lange. Ja, ich hätte zum Thema Beschaffung nachher auch noch das Wirtschaftsministerium gefragt, gerne, aber das können wir dann ja später machen. Herr Dr. Schäfer, Sie haben auf 2015 abgehoben. Die Kanzlerin hat gestern in ihrer Rede vor dem Bundestag gesagt, der Iran entwickelt sein Raketenprogramm weiter. Das ist jetzt 2016. Also vielleicht können Sie das nochmal, haben Sie da im Außenamt keine eigenen Erkenntnisse? Also, das ist ja gar keine Kanzlerin. Ich glaube nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form ein Widerspruch ist. Ich habe ausschließlich gesagt, dass die Berichte der Verfassungsschutzbehörden berichten über das abgelaufene Jahr 2015. Ich meine, mich gut zu erinnern, gemeinsam mit Ihnen in der Tat, dass der Iran ausweislich von einigen Raketentests seine Raketen- und Trägertechnologieprogramm fortsetzt und damit ganz offensichtlich das Ziel verfolgt, in diesem Bereich bestimmte militärische Fähigkeiten zu erwerben, die es bislang noch nicht hat. Das verfolgen wir mit Sorge, weil wir insgesamt uns Sorgen machen über die Stabilität der Region und diese Art von Technologie wahrscheinlich eher kein Beitrag zu Sicherheit, Frieden und Stabilität in der Region ist. Aber gleichzeitig orientieren wir uns an dem, was das Völkerrecht uns vorgibt. Und das ist die Resolution 2231 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die dem iranischen Träger- und Raketentechnologieprogramm klare Grenzen aufzeigt im Hinblick auf Beschaffung und viele andere Aspekte. Herr Jung. Herr Stratter, worauf bezieht sich die Kanzlerin, wenn sie so einen Satz sagt? Also es werden ja bestimmt nicht nur Geheimdienstinformationen sein. Unter Schäfer haben ja gelernt, dass Geheimdienstinformationen keine Fakten sind. Sehen Sie diese Berichte der Verfassungsschutzbehörden als Fakten an oder sind Sie vielleicht skeptisch? Ich meine, es gibt ja immer wieder False-Flag-Aktionen oder Aktionen, die es so aussehen lassen sollen, dass es Iraner sind. Ja, wir warten. Ja. Die Bundeskanzlerin bezieht sich auf die Informationen, die ihr vorliegen. Von wem? Die Bundeskanzlerin bezieht sich auf die Informationen, die ihr vorliegen. Punkt. Herr Schäfer. Also ich verfüge nicht über, oder steht mir auch gar nicht an, steht uns auch gar nicht an, die im Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder der Kollegen des Verfassungsschutzes aus Nordrhein-Westfalen getroffenen Aussagen in irgendeiner Weise in Zweifel zu ziehen. Da war die Rede von, ich glaube, mehreren Dutzend solcher illegalen Beschaffungsvorgänge, die zum Glück aufgedeckt und deshalb vereitelt werden konnten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das, was da deutsche Behörden, in diesem Fall Verfassungsschutzbehörden, öffentlich schreiben, indem sie öffentlich Rechenschaft ablegen, nicht zutreffen sollte. Und das ist für uns natürlich ein Anlass für Sorge und auch ein Anlass, unsere Politik, unsere Außenpolitik gegenüber dem Iran und im Rahmen der E3+3 darauf abzustimmen. Herr Steiner. Herr Schäfer, der Generalbundesanwalt hatte gestern mitteilen lassen, dass er vorgestern einen Pakistaner hat festnehmen lassen, der für den Iran in Deutschland geheimdienstliche Agententätigkeit durchgeführt hat. Da wollte ich gerne fragen, ob das ein Muster ist, was Sie erkennen können, dass der Iran sich Dritter bedient, um in Deutschland entsprechende Dinge durchzuführen und ob das Auswirkungen hat auf die Beziehungen zum Iran, also das, was Sie eigentlich, wo Sie eigentlich für zuständig sind und ob Sie das mit Teheran besprochen haben. Also ich freue mich darüber, dass Sie Samir unterstellen, dass ich zu diesen Fragen im Zusammenhang mit Geheimdiensten irgendetwas Kluges würde sagen können. Das ist aber leider nicht der Fall. Spionage und Spionageabwehr ist eine Angelegenheit auch der Verfassungsschutzbehörden. Ich fürchte, Herr Plath ist inzwischen da. Ich weiß nicht, ob der darauf antworten mag oder kann. Ich jedenfalls kann es nicht.
Es gibt keine Erkenntnisse über derartige Muster, von denen ich hier berichten könnte. Zusatz. Herr Schäfer, aber über die Frage, ob Sie diesen schon seit langem im Raum stehenden Themenkomplex mit dem Iran besprochen haben, dass eben iranische oder im Auftrag des Irans Handelnde in Deutschland relativ aktiv sind, das können Sie doch sicherlich. Naja, bei Gesprächen, bei denen ich dabei war, etwa der Außenminister miteinander, ist über diese Frage, soweit ich mich erinnern kann, nie gesprochen worden. Aber die Bundesregierung ist jetzt nicht über die Maßen naiv und weiß sehr wohl, dass es andere Staaten gibt, vielleicht auch den Iran, die ein Interesse an geheimdienstlicher Aufklärung in Deutschland haben. Und wir verhalten uns entsprechend. Fragen? Nochmal zum Thema Iran, bitte. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Haben Sie irgendwelche Zweifel, dass der Iran sich momentan an der Wiener Vereinbarung nicht hält? Und Sie haben ja gerade so gesprochen über einen angeblichen oder vermeintlichen Riss in der iranischen Führung, was die westliche Außenpolitik geht. Und berichten ja gerade deutsche Medien, dass es auch einen Riss gibt zwischen dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt, was die Iran-Politik angeht. Also hier auch meine Frage, teilt der Bundesaußenminister die Äußerungen, die gestern die Bundeskanzlerin und auch andere Regierungskreise zum Thema Iran gesagt haben? Zu Ihrer letzten Frage habe ich, glaube ich, schon die Antwort gegeben, als ich sagte, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen versuchen, Meinungsverschiedenheiten, Risse, Kluften, Schluchten oder Ähnliches innerhalb der Bundesregierung herauszufinden. Das scheint mir ein vergebliches Unterfangen zu sein. Ich glaube, sowas gibt es auch in der Frage zum Iran nicht, sondern die Bundesregierung macht auch gegenüber dem Iran eine Politik aus einem Guss. Wir stehen zu den Wiener Vereinbarungen, zu dem Prozess der E3+3, der dazu geführt hat, die Bundesregierung ist für einen Prozess der Annäherung und der Intensivierung der Beziehungen mit dem Iran, mit all den Kautelen, die ich jetzt nicht zum dritten Mal Ihnen darstellen möchte. Und die erste Frage? Ob es irgendwelche Zweifel Ihrerseits gibt, dass der Iran sich nicht an die Wiener Vereinbarung hält? Wir haben großes Vertrauen in diejenigen innerhalb der iranischen Staatsführung, mit denen wir dieses Abkommen, die Wiener Vereinbarung, ausgehandelt haben. Alles, was wir beobachten seit dem Inkrafttreten der Wiener Vereinbarung vom Januar 2016, spricht dafür, dass die Iraner sich allergrößte Mühe geben, die Vereinbarungen einzuhalten. Das ist auch unsere Aufforderung an den Iran. Wir sind in engem Gespräch mit unseren Partnern in den E3+3, um gemeinsam zu schauen, ob und wo wir vielleicht Dinge erkennen können, bei denen die Umsetzungsquote eben nicht 100% erreicht. Fragen an Herrn Schäfer zu anderen Themen. Dann fangen wir nochmal von vorne an und gehen dann nach hinten. Herr Schulte. Herr Schäfer, ich habe zwei Fragen zu Kasachstan und Kirgisistan, aber nur in dem Fall, wenn die Kanzlerin tatsächlich nächste Woche dort Station macht. Tja. Kirgisistan, ja. Hm? Ja, in Kirgisistan, ja. Okay, dann würde mich interessieren zu Kasachstan, wie das Auswärtige Amt die Bemühungen einschätzt, eine Vermittlerrolle in zwei Sachen zu übernehmen, in dem Konflikt zwischen Russland und der Türkei zum einen und in dem Minsker Prozess zum zweiten. Und was Kirgisistan angeht, würde mich interessieren, wie Sie die islamistische Gefahr in diesem Land einschätzen, vor dem Hintergrund, dass einer der Selbstmordattentäter im Flughafen wohl ein Kirgise war. Das sind beides, die zweite ist keine nicht ganz einfache Frage, Herr Jolke. Auf die erste Frage würde ich wie folgt antworten. Wir pflegen mit Kasachstan, insbesondere mit der staatlichen Führung von Kasachstan, auch mit Präsident Nazarbayev, sehr offene, aber auch ganz gute Beziehungen. Bei allen Meinungsverschiedenheiten, die es hier und da mit Kasachstan immer wieder gibt, schätzen wir die Sicht der Dinge, die Präsident Nazarbayev, die der Außenminister, die Regierung auch in Gesprächen mit der Bundesregierung preisgibt. Präsident Nazarbayev hat über viele Jahrzehnte große Erfahrung in der internationalen Politik und sein Urteil ist für uns wichtig und auch interessant. Ob die Rolle Kasachstans die einer Vermittlerrolle zwischen Russland und der Türkei sein kann, vermag ich schlecht zu sagen. Vermittler kann man im Grunde ja nur dann sein,
wenn die beiden Seiten, zwischen denen vermittelt werden soll, damit einverstanden sind. Deshalb gilt etwa der Umstand, dass Deutschland und Frankreich zwischen Russland und der Ukraine im Konflikt über die Ostukraine vermitteln, ja auch nur so lange, wie beide Parteien das wünschen und damit einverstanden sind. Zum Thema Kirgisien. Herr Steinmeier war vor einigen Monaten in seiner Funktion als OSZE-Vorsitzender in Bishkek und in Kirgisistan. Und die Frage, die Sie aufwerfen, war ganz wichtig in den Gesprächen, die er mit dem Präsidenten, der Staatsführung, Parlamentariern und auch der Zivilgesellschaft geführt hat. Der Tenor war, wir dürfen die Gefahr von gewalten Menschen, sagen Islamisten aus Kirgisistan nicht unterschätzen. Wir dürfen sie aber auch nicht überschätzen. Es gibt in Zentralasien, auch in Kirgisistan, Menschen und Tendenzen in diese Richtung. Und wir können nicht ausschließen, wie, wenn das richtig ist, was Sie sagen, Herr Jolkfer, dass von dort aus auch Menschen aufbrechen, um Terroranschläge zu begehen. Aber wir hatten durchaus den Eindruck, in ganz unterschiedlichen Facetten, dass die Staatsführung in Zentralasien, auch in Kirgisistan, das Thema auf dem Schirm hatten und in Kirgisistan insbesondere mit den richtigen Antworten versucht wird, dieser Bedrohung zu entgehen, indem man nämlich versucht, früh anzusetzen, auf Ausbildung, auf Aufklärung zu setzen, in Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften zu arbeiten, um eben genau solche Tendenzen zur Extremisierung und Islamisierung zu verhindern. Bitte. Daniel Alling von dem Schwedischen Rundfunk. Es wird in schwedischen Medien heute enthüllt, dass ein deutsches U-Boot im April 2015 das schwedische Wasser außerhalb Stockholm gekränkt hat. Die Position war Windboden in den südlichen Schären von Stockholm. Gab es ein deutsches U-Boot in Ostsee, das auch im schwedischen Wasser war damals, 2015? Und was hatte ein deutsches U-Boot in den Stockholm-Schären zu suchen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, haben die da Aale gesucht oder Aale gefangen? Was macht man da? Ich weiß nicht. Also die Meldung ist mir nicht bekannt. Ich kann sie ja weder verifizieren. Muss ich einfach nachfragen. Ich weiß nicht, die schwedischen Medien haben auf jeden Fall nicht im Verteidigungsministerium nachgefragt, um das sonst zu verifizieren. Insofern weiß ich nicht, woher die Information stammt. Von der schwedischen Verteidigungsministerium. Ja, ich kann dazu nichts sagen, ist mir nicht bekannt, liefere ich aber gerne nach. Ich frage das nach und dann liefere ich sie der gesamten BPK. Letzte Frage, hat Deutschland Kontakt mit Schweden darüber gehabt? Ist mir nicht bekannt, das Thema ist mir gar nicht bekannt, ich habe davon noch nie gehört. Werde aber gerne nachfragen, ob das auf irgendeiner Ebene besprochen worden ist. Danke. Entschuldigung, was war? So, jetzt ist erst Herr Jung dran zum gleichen Thema. Ja, Flossow, Ihr Ministerium hatte sich da schon zugeäußert gegenüber schwedischen Medien und hat gesagt, dass sich im Januar 2015 kein U-Boot der deutschen Marine in den schwedischen Hoheitsgewässern befand. Darum jetzt noch mal ein paar Detailfragen dazu. Wenn es ein deutsches U-Boot gibt, dann gehört es immer zur deutschen Marine, richtig? Ich weiß nicht, welche Stelle sich da geäußert hat. Das ist Ihr Ministerium? Wenn es mein Ministerium ist, es kann sein, dass es in irgendeinem Jahr war. Mir ist der Fall nicht bekannt. Ich kenne die Äußerung nicht, ich kenne die Antwort nicht. Ich kann Ihnen deswegen hier keine Details dazu nennen. Tut mir leid. Aber dann können wir ja Fragen stellen, deren Antworten Sie nachreichen können. Okay. Ja, hatte ich ja gerade eben angeboten für die gesamte BPK. Darum die Frage, wenn Sie von deutschen U-Boot sprechen, dann gehört das immer zur deutschen Marine. Und meine Frage wäre noch, ob sich ein deutsches U-Boot in schwedischen Hoheitsgewässern in anderen Monaten im Jahr 2015, 2014 befand. Darauf möchte ich auch eine Antwort. Genau. Also ich weiß nicht, ob es deutsche U-Boote außerhalb der Marine gibt. Ich nehme an, wenn wir dazu Stellung nehmen, sind das U-Boote, die zur deutschen Marine gehören. Gut. Ansonsten sind die Beziehungen zu Schweden aber wirklich ausgezeichnet. Gut. Dann von Ihnen noch eine Frage dazu? Nein, ich spreche später mit dem. Warten wir gespannt die Erkundungen des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes. Ja, man kann immer lachen, ja, aber das ist eine ernsthafte Frage und die Empörung in politischen Kreisen in Stockholm ist groß. Tut mir leid. Wir lachen überhaupt nicht über Ihre Frage, ganz im Gegenteil. Ich finde die Vorstellung trotzdem amüsant, also wenn Sie mir das erlauben. Tut mir leid, ich nehme das. Ja. Nehmen Sie es nicht persönlich. Das ist völlig in Ordnung. So, dann gibt es weitere Fragen an das Auswärtige Amt von Herrn Jung. 2 Minuten los. Herr Schäfer,
Zu den Clinton-E-Mails, da sind ja in den letzten Wochen wieder hunderte neue aufgetaucht. Ich würde mal gerne wissen, seit wann sich jemand im AA mit diesen E-Mails befasst. Ich habe da auch mal reingeguckt, dass viel vom Auswärtigen Amt, vom Außenminister und Außenministerin die Rede. Interessiert Sie das im Auswärtigen Amt? Ich glaube, wir verfolgen das im Wesentlichen als eine innenpolitische Frage in einem ziemlich aufgeheizten amerikanischen Wahlkampf. Aber ich glaube, eigene Stakes, eigene Meinungen dazu haben wir nicht. Ich bin sicher, dass es Kollegen und Experten im Auswärtigen Amt gibt, vielleicht in dem zuständigen Länderbereich für die USA, die das sehr viel aufmerksamer verfolgen, als es etwa der Außenminister täte oder andere in der Leitungsebene des Auswärtigen Amtes. Und wenn Sie anspielen darauf, dass da vielleicht Informationen herausgegeben worden sein könnten, die auch uns betreffen, so kann ich das nicht ausschließen, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Das wäre nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, dass Informationen aus amerikanischen Quellen, in dem Fall Drahtberichten, herauskommen. Sie erinnern sich sicher gut an die Zeit 2011 oder 2010, als WikiLeaks große Wellen schlug, weil ganze Batterien von amerikanischen Drahtberichten von WikiLeaks ins Netz gestellt worden sind. Auch das haben wir damals in aller Ruhe uns angeschaut und werden das in diesem Fall auch tun, wenn es da Dinge gibt, die irgendwie mit der deutschen Außenpolitik zu tun hätten. Weitere Fragen? Eine weitere Frage, Herr Jung. Weitere Frage, anderes Thema, Herr Schäfer. Ganz kurz. Letzte Frage, ich muss los, sonst verpasse ich los. 12. Hat sich die Bundesregierung mit dem Drohnenbericht der Obama-Regierung, der letzte Woche rausgekommen ist, befasst? Und halten Sie die Angaben über die Kollateralschäden, also die zivilen Opfer, für realistisch? Wir haben das selbstverständlich zur Kenntnis genommen, was im Auftrag des amerikanischen Präsidenten da an Informationen herausgegeben worden ist. Wir haben aber leider, und da wiederhole ich mich einfach nur, keine eigenen Erkenntnisse, mit denen wir das vergleichen können. Insofern können Sie nicht von mir erwarten, dass ich Ihnen da sage auch nicht über den Daumen, ob das eher zu viel oder zu wenig ist oder ob wir da andere Zahlen haben. Wir messen das und zählen das selber nicht, sondern verfolgen das Thema und den Umgang, den die Amerikaner mit diesem Thema pflegen, natürlich mit großem Interesse. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie immer nachfragen. Gut, dann war das die letzte Frage dazu. Wir freuen uns das nächste Mal wieder auf die volle Präsenz, wünschen eine gute Reise und gehen jetzt in den Regelrhythmus. Herr Streiter. Ja, jetzt kommen wir zu den öffentlichen Terminen der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche und in der derzeitigen Woche, denn wie Sie wissen, nimmt die Bundeskanzlerin heute und morgen am NATO-Gipfel in Warschau teil. Über diesen Termin hat sie ja selber im Deutschen Bundestag durch ihre Regierungserklärung schon Auskunft gegeben, sowie gestern hier beim Briefing in der Bundespressekonferenz. Zurück in Deutschland wird die Bundeskanzlerin dann am Montag, den 11. Juli ab 18 Uhr auf Schloss Meseberg den traditionellen Jahresempfang für das diplomatische Korps geben. Eingeladen sind die Botschafterinnen und Botschafter aller in Deutschland akkreditierten Staaten sowie die Leiter internationaler Organisationen. Die Bundeskanzlerin wie auch der Nuntius Erzbischof Dr. Nikola Eterovic als Doyen des diplomatischen Korps werden eine kurze Ansprache halten. Bei der Begrüßung auf Schloss Meseberg ist ein Fototermin vorgesehen. Am Dienstag, den 12. Juli, trifft die Bundeskanzlerin um 11.30 Uhr im Bundeskanzleramt den Vorstand des Verbandes Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen, kurz FENRO, zu einem Gespräch. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs werden die nachhaltigkeits- und entwicklungspolitische Themen stehen. Schwerpunkte werden internationale Aspekte bei der Umsetzung der Agenda 2030, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die Rolle von Nichtregierungsorganisationen in der Syrien-Krise, Fragen zur Grenzsicherung im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise sowie die deutsche G20-Präsidentschaft, dabei insbesondere die Einbeziehung der Zivilgesellschaft sein. Die Bundeskanzlerin hat sich bereits 2010, 2012 und 2014 mit dem FENRO-Vorstand getroffen. Die Bundesregierung unterstreicht damit erneut ihr Interesse an einem regelmäßigen Austausch mit der Zivilgesellschaft. Eine Begegnung mit der Presse ist nicht vorgesehen. Dann um 13 Uhr, immer noch am Dienstag, den 12. Juli, begrüßt die Bundeskanzlerin den irischen Ministerpräsidenten Enda Kenny zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Während des gemeinsamen Mittagessens werden aktuelle europapolitische Themen im Mittelpunkt stehen. Um ca. 14 Uhr ist dann eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Am Nachmittag empfängt die Bundeskanzlerin den neuen Präsidenten des Deutschen Naturschutzrings, Professor Dr. Kai Niebert, zu einem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt.
Herr Professor Niebert wird begleitet von den beiden Vizepräsidenten des Deutschen Naturschutzrings, Leif Müller und Undine Kurt, und weiteren Präsidiumsmitgliedern. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs werden die Themen Nachhaltigkeit, Naturschutzrichtlinien und Klimaschutz stehen. Das neue DNR-Präsidium ist seit November 2015 im Amt. Auch dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch findet dann um 9.30 Uhr die Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin statt. Am Mittwochnachmittag bricht die Bundeskanzlerin dann nach Kirgisistan auf und sie trifft dort am späten Abend auf ihrem Weg zum ASEM-Gipfel in Ulaanbaatar in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ein, wo sie vom Präsident Almazbek Atambayev empfangen wird. Am nächsten Tag, Donnerstag, 14. Juli, werden sich die Bundeskanzlerin und der Präsident in einem Gespräch über die bilateralen Beziehungen sowie über internationale und regionalpolitische Themen austauschen. Während ihres Besuchs in Bischkek wird die Bundeskanzlerin auch mit Parlamentspräsident Chinibay Tursunbekov und Parlamentariern sowie Vertretern der Zivilgesellschaft zusammentreten. Im weiteren Verlauf des Aufenthalts in Kirgisistan wird die Bundeskanzlerin auch ein Ausbildungsprojekt im Rahmen des Programms Berufliche Bildung in Zentralasien der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GITS sowie den staatlichen Naturpark Alar Archa besuchen. Im Anschluss an das Gespräch mit dem kirgisischen Präsidenten ist um 11.20 Uhr Ortszeit eine Begegnung mit der Presse vorgesehen. Am Freitag, dem 15. Juli und am Samstag, dem 16. Juli, nimmt die Bundeskanzlerin dann am 11. ASEM-Gipfel teil. ASEM steht für Asian Europe Meeting. Der Gipfel findet in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar statt. Teilnehmer des Gipfels sind die 28 Mitgliedstaaten der EU, die Schweiz und Norwegen sowie 21 asiatische Staaten. Daneben werden auch der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, und der Generalsekretär der ASEAN, Lee Jong-min, an dem Gipfel teilnehmen. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Präsidenten der Mongolei wird es am 15. Juli zwei Plenarsitzungen der Teilnehmerstaaten geben. Neben einer Bestandsaufnahme der 20-jährigen Zusammenarbeit im ASEM-Rahmen sowie einer Richtungsbestimmung für die Zukunft werden die Teilnehmer über den Beitrag von ASEM zum stärkeren Zusammenwachsen der Kontinente und über globale Herausforderungen, zum Beispiel den Klimawandel, diskutieren. Daneben wird es dann am 16. Juli, am letzten Tag dieses Gipfels, einen informellen Meinungsaustausch zur Stärkung der drei Pfeiler von ASEM, nämlich die politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Zusammenarbeit, geben. In dessen Rahmen wird es unter anderem um Migration und den Schutz von Menschenrechten gehen. Das waren die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche. Vielen Dank. Dann hatten Sie noch eine Ankündigung. Das heißt eine Ankündigung, eine Vollzugsmeldung. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass wir heute ein neues Internetangebot zur Integrations- und Flüchtlingspolitik freigeschaltet haben. Anlass ist die Zustimmung von Bundestag und jetzt auch des Bundesrats zum neuen Integrationsgesetz. Dies bildet sozusagen den Rahmen für den Start heute. Worum geht's? Wir wollen zeigen, dass Integration letztlich allen hilft und dass wir das in Deutschland gemeinsam schaffen. Integration, die allen hilft, Deutschland kann das, so lautet auch das Motto, unter dem wir über diese zentrale Aufgabe informieren. Über www.deutschland-kann-das.de erreichen Sie das neue Portal. Die neue Internetseite zeigt, dass vielerorts die Integration der Flüchtlinge gelingt und dass es viel Engagement für Flüchtlinge und von Flüchtlingen gibt, ob jetzt beim THW in Hessen oder im Seniorenheim in Bayern. Dabei sind beide Seiten gefragt. Die zu uns gekommenen Menschen erhalten vom Staat Angebote. Die Bundesregierung finanziert über verschiedene Programme zahlreiche Integrationsprojekte. Die Flüchtlinge müssen sich gleichzeitig aber auch selbst aktiv um ihre Integration bemühen. Dieser Grundsatz, fördern und fordern, ist auch Leitgedanke des verabschiedeten Integrationsgesetzes. Diese Online-Plattform gliedert sich, wie Sie dann sehen werden, in drei Säulen und drei große Bereiche. Nämlich einmal finden Sie Reportagen über Menschen, die Integration in die Hand nehmen. Wir stellen dort sowohl Flüchtlinge vor, die sich in Deutschland integrieren, wie auch Menschen, die hier wohnen, die sie dabei unterstützen. In der zweiten Säule macht eine Landkarte mit bundesweit bereits über 230 Integrationsprojekten und Initiativen das vielfältige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern deutlich. Diese Liste der Projekte wird laufend erweitert. Es ist auch möglich, Initiativen dort zu melden.
Und in der dritten Säule findet sich auf der Seite natürlich alle aktuellen Informationen zum Integrationsgesetz, zur Integrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Mit anschaulichen Grafiken, kurzen Videos und zahlreichen Fragen und Antworten erhalten die Nutzer Informationen aus erster Hand. Lassen Sie mich noch mal hervorheben, die Bundesregierung ist überzeugt, dass die Integration der Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben können, gelingen wird. Um sie in unsere Gesellschaft und in unseren Arbeitsmarkt einzubinden, sind allerdings gemeinsame Anstrengungen sowie ein offener Dialog notwendig. Diesen Austausch führt die Bundesregierung mit zahlreichen Institutionen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Ich erinnere zum Beispiel an das Treffen der Bundeskanzlerin mit den Verbänden, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, am vergangenen Freitag. Das war das vierte dieser Art. Den Start der Online-Plattform begleiten in den kommenden Tagen und Wochen Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Online-Portalen sowie Großflächenplakate. Jetzt. Gut, danke, Herr Streiter. Dann gehen wir die Termine kurz durch. Meseberg, diplomatischer Empfang, keine Fragen. Venro-Gespräch, Entwicklungspolitik, keine Fragen. Ender Kenny in Berlin. ASEM-Gipfel, Asienreise der Kanzlerin. Fangen wir da an, Herr Lange. Ich hätte nur gerne gewusst, Herr Streiter, warum das Briefing abgesagt worden ist zur Reise. Ich glaube nur aus Termingründen, weil irgendwie keiner da ist. Können Sie dann sagen, wann das Presseprogramm veröffentlicht wird? Also mir geht es darum, wann es Informationen gibt über das hinaus, was Sie uns... Bin ich überfragt, auf jeden Fall vorher. Okay. Ja, danke, da wäre ich auch nicht schlau. Herr Scholte. Herr Streiter, habe ich Sie überhört? Kasachstan ist gar nicht jetzt als... Nee. Okay, dann habe ich eine Frage zu Kirgisien, aber an das Bundesinnenministerium. Es gibt Berichte, wonach der Rauschgift-Traffic verstärkt jetzt aus Afghanistan über Kirgisistan nach Europa fließt. Gibt es da eine Besorgnis beim Bundesminister für Inneres und irgendwelche Kontakte zu den kirgisischen Kollegen in dieser Hinsicht? Ich kann jetzt solche Berichte, die Sie da erwähnen, mir aber nicht bekannt sind, aus dem Stand nicht kommentieren. Schicken Sie mir gerne die Berichte zu, dann können wir das sozusagen bilateral abarbeiten. Mir ist das nicht bekannt. Herr Jung. Herr Streiter, zu Kirgisistan. Kirgisistan. Ja. Wird die Kanzlerin davon eine Delegation begleitet, von einer Wirtschaftsdelegation, von anderen? Das vermute ich eher nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht. Können wir das erfahren? Das kann ich gerne noch mal gucken. Ja. Herr Frosthoff, dazu. Nee, nicht dazu, nur den Nachtrag zu eben. So, gut, dann tragen Sie jetzt an der Stelle nach, denn ich glaube, das ist dann auch Schweden. Ja. Ja, gut, meine Kollegen im Ministerium haben mir geholfen. Es gab im Juni eine Anfrage eines schwedischen Filmemachers, der fragte danach, ob sich im Januar 2015 ein U-Boot der deutschen Marine in schwedischen Hoheitsgewässern befunden habe. Das war nicht der Fall. Jetzt ist der schwedische Kollege leider nicht mehr da, aber vielleicht verfolgt er uns über Audio- und Videostream. Danke dafür. Gut, dann hatten wir Asienreise der Kanzlerin, dann haben wir das Internetportal der Bundesregierung. Eine Frage von Herrn Jung dazu. Herr Schreiter, für wen ist dieses Portal? Für Flüchtlinge, für Deutsche oder für Journalisten, die sich über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung informieren? Das ist für jeden, der sich für die Flüchtlingspolitik interessiert, für Flüchtlinge und für die Integration. Wie gesagt, es gibt ja dort auch Informationen, wo welche Projekte sind. Man kann dort auch Projekte anmelden. Also es ist für jeden, der Interesse an Integration hat, und wir hoffen, dass es möglichst viele Menschen sind. Zusatz. Wie groß ist die Redaktion dafür? Was hat das gekostet? Die Redaktion, das stemmen wir aus eigenen Mitteln. Wir haben ja nun da wirklich genug Personal. Und welche Kosten meinen Sie? Anzeigenschaltung? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also die belaufen sich auf knapp 3,75 Millionen Euro. Der größte Teil davon, etwa 2,1 Millionen Euro, entfällt auf Printschaltkosten, rund 700.000 Euro auf Online-Werbung und rund 900.000 Euro auf Großflächenplakate. Dazu kommen dann noch die Kosten für Gestaltung, die Erstellung des Portals. Diese Kosten stehen aber noch nicht abschließend fest. Danke. Dann sind wir mit der Terminliste und den Ankündigungen durch. Fällt frei für weitere Fragen und Themen. Keine. Herr Lange. Doch, ich wollte das Iran-Fass noch mal aufmachen und das Wirtschaftsministerium fragen, was die Beschaffungsaktivitäten des Iran in Deutschland angeht.
Hat Ihr Ministerium da eigene Erkenntnisse beziehungsweise haben Sie Maßnahmen eingeleitet, um das Ganze in irgendeiner Form aufzuklären oder zu begleiten? Dankeschön. Nein, da liegen mir jetzt keine Informationen zuvor. Zusatz. Haben Sie jetzt gerade keine Informationen? Können Sie das nachliefern oder machen Sie einfach nichts? Also das war jetzt. Ich kann noch mal nachfragen, ja, aber momentan kann ich dazu nichts sagen. Danke. War das eine Frage eben, Herr Jung? Dann sehe ich keine Fragen mehr. Dann doch eine Frage. Dann. Ja, zum CETA-Abkommen, Frau Dubel, Herr Streiter, in der EU-Kommission wird diskutiert, dass das CETA-Abkommen, sobald es durchs EU-Parlament ist, vorläufig Anwendung findet. Unterstützt das die Bundesregierung? Beziehungsweise werden Sie das verhindern? Nein. Die EU-Kommission hat ja jetzt gesagt, dass sie die Beschlussvorlage zu CETA als ein gemischtes Abkommen vorlegen wird. Das bedeutet, dass es halt eben ein Teil des Abkommens rein in die Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten fällt und ein anderer Teil halt eben sich nur halt eben auch die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten mit umfasst. Wir warten jetzt ab, bis die Beschlussvorlage der Kommission bei uns eingeht. Sobald sie da ist, wird sie geprüft, wird sie von der Bundesregierung geprüft und wird auch dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Der Minister hat ja gesagt, dass er das Votum des Deutschen Bundestages dazu auf jeden Fall haben will. Und dann werden wir sehen, wie dazu zu entscheiden ist. Fakt ist, dass es bei den Teilen des Abkommens, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, keine vorläufige Anwendung geben kann. Hier bedarf es der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten. Ich habe noch mal eine Zusatzfrage. Bitte. Dieses Votum, was der Bundesminister unbedingt haben will im Bundestag, soll das heißen, dass CETA ratifiziert werden soll vom Bundestag und gleichzeitig, wenn der Bundestag Nein sagen würde, dass CETA nicht kommen kann? Also bestehen Sie auf eine Ratifizierung oder einfach eine schlichte Anhörung des Bundestags? Ein gemischtes Abkommen muss immer ratifiziert werden, national. Also wir sind ja jetzt noch im ersten Schritt. Jetzt geht es darum, dass das Abkommen unterzeichnet wird. Ne? Jetzt erwarten wir heute oder in den nächsten Tagen, dass der deutsche Text von der Kommission übermittelt wird. Sobald der Text da ist, werden wir ihn umgehend dem Deutschen Bundestag zur Verfügung stellen. Dann wird der Bundestag darüber entscheiden, wie und wann er sich mit CETA befassen will. Und der Minister hat klar gemacht, dass er schon vor der Beschlussfassung im Rat auf jeden Fall CETA nur zustimmen wird, wenn er vorher das Votum des Deutschen Bundestages dafür hat. Zusatz. Das verstehe ich nicht. Also dann wird es ja keine Ratifizierung durch den Bundestag, weil eine Ratifizierung findet ja erst statt, wenn das Abkommen quasi beschlossen wurde. Also das Abkommen muss zuerst unterzeichnet werden. Das ist der erste Schritt. Im nächsten Schritt muss das Abkommen vom Europäischen Parlament beschlossen werden oder das Europäische Parlament muss dem Abkommen zustimmen und nach der Unterzeichnung schließt sich dann der Ratifizierungsprozess an. Der Ratifizierungsprozess bedeutet, dass man in den nationalen Gesetzgebungen und so weiter hier das alles anpasst. Und das ist ein Vorgang, der jetzt erst nach der Unterzeichnung und nach der Beschlussfassung im Europäischen Parlament halt eben erst angestoßen werden kann und der wird noch Jahre dauern. Herr Plater hat angeboten, das auch noch mal. Ja, vielleicht nur, weil das eine verfassungsrechtliche Komponente hat. Und zwar eine staatsorganisationsrechtliche Komponente an der Schnittstelle sozusagen zwischen dem Staatsorganisationsrecht und dem Völkerrecht. Ratifikation ist nie etwas, was ein nationales Parlament macht. Ratifikation ist ein völkerrechtlicher Vorgang, in der Regel durch Übergabe der Ratifikationsurkunde, die zum Beispiel der Bundespräsident unterzeichnet hat. Das ist der Regelfall. Das ist eine Ratifikation. Was für Hausaufgaben innerstaatlich zu machen sind, ob zum Beispiel mal ein Vertragsgesetz braucht, das ist eine rein verfassungsrechtliche Frage. Insofern kann man die Frage, so wie Sie sie gestellt haben, glaube ich, nicht beantworten. Noch eine Zusatzfrage. Ich wollte einfach nur wissen, ob der Bundestag das Ding stoppen kann oder nicht.
Wie gesagt, der Minister hat sich ja dazu geäußert. Er hat gesagt, bevor er der Unterzeichnung von CETA zustimmt, will er ein Votum des Bundestages haben. Weitere Fragen? Ich kann auch eine Frage von Herrn Jung beantworten. Es gibt keine Delegation, die mit zu diesem ASEM-Gipfel fliegt. Gut. Dann sind die Fragen beantwortet. Wir danken Ihnen für den Besuch und beenden die Pressekonferenz.